zu sagen, man wolle die Altersgrenze von 67 gar nicht mehr zur Disposition stellen auf Jahrzehnte, ist unehrlich. Das wird nicht zu halten sein. Das wird sich die junge Generation auch nicht gefallen lassen. Es wäre viel besser, einen Faktor zu haben, der mit der Entwicklung der durchschnittlichen Lebenszeit sich auch in Zukunft ein Stück dynamisch entwickelt. Die Tatsache, dass die Renten jetzt ohne demografischen Faktor, also ohne Rücksichtnahme darauf, dass die Generation, die jetzt Rente bekommt, Anführungszeichen zu wenig Kinder bekommen hat, einfach in den normalen Produktivitäts- und Lohnentwicklungen eingegliedert wird, ist kurzsichtig. Allein das kostet ab 35 um mehr als 30 Milliarden pro Jahr zusätzlich zu bisherigen Planungen. Das ist eine Belastung, die nicht zu ertragen ist auf die Dauer. Das heißt, diese Revolution ist keine Revolution. Sie ist ein Versuch der Regierung sozusagen, den Menschen mitzuteilen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Es würde schon alles laufen. Aber es ist leider Gottes eine Rechnung, die so nicht aufgeht.